So, hallo, ich bin also heute im neuen Kletterzentrum in Schweinfurt. Und wen habe ich jetzt vor der Kamera? Ja, ich bin der Joachim Lindner, ich bin der erste Vorsitzende der DAV-Sektion Schweinfurt. Ja, dieses DAV-Zentrum, an dem wir jetzt schon eine ganze Weile überlegt, geplant haben, wird ja heute seiner Bestimmung übergeben. Es ist eine Kletterhalle erstmal primär, das heißt, wir bieten Menschen, nicht nur den Vereinsmitgliedern, die Möglichkeit hierher zu kommen und dem Klettersport nachzugehen. Es ist aber auch das Zentrum für die Sektion. Wir haben hier also einen Mehrzweckraum, einen Seminarraum, wir haben ein Bistro, wo aber auch Leute herkommen können, die jetzt nicht unbedingt klettern wollen, die aber vielleicht mal zuschauen möchten. Das Bistro ist offen zur Kletterhalle. Man hat einen sehr schönen Blick in die Kletterhalle, sodass man den Kletterern zuschauen kann. Hier wird unsere Geschäftsstelle, also unser Büro, eine neue Heimat finden. Und auch das ganze Material wird hier jetzt in das Kletterzentrum einziehen. So, hallo, jetzt habe ich also den Christian Bindhammer vor der Kamera, als einen richtigen Profi im Klettern, im Hallenklettern, oder? Ja, nee, also ich habe früher viele Wettkämpfe bestritten, also unter anderem eben auch Weltmeisterschaften mit teilgenommen. Aber es ist so, dass jetzt seit 2009 war der letzte internationale Wettkampf. Und seitdem klettere ich schon sehr viel noch, aber mehr am Fels. Ja. Aber Sie gehören schon noch zu den Großen. Ja, ich denke, in Deutschland, ich bin ja neunfacher deutscher Meister. Das ist natürlich was, sage ich mal, erstmal auch einer vielleicht wiederholen müsste. Ja. Im Endeffekt denke ich schon, dass man da noch zu den Größeren gehört, aber eben nicht mehr ganz aktuell. Es gibt natürlich jetzt schon Kletterer, die deutlich stärker mittlerweile klettern wie ich jetzt. Ja. Jetzt sind Sie da zweimal hochgeklettert, diese Wand. Was für Schwierigkeitsgrad war das? Oder war das für Sie recht schwierig? War es überhaupt noch eine Herausforderung? Naja, an der Wand. Die Wand ist zwar die gleiche, aber die Griffe sind unterschiedlich. Die Abstände sind unterschiedlich. Je nachdem, wie die Griffe gedreht sind, ist unterschiedlich. Und so kann man an der gleichen Wand an und für sich verschiedene Schwierigkeitsgrade bedienen. Und man hat es ja gesehen, die erste Route, die ich geklettert habe, das war ein unterer 8er Grad. Das ist für mich jetzt persönlich sehr leicht. Das kann ich also auch gerade zum Aufwärmen machen. Für viele ist es aber schon auch mittlerweile schon sehr schwer im Endeffekt. Aber die Route, die ich natürlich nachher probiert habe, die war dann so im 10. Grad, glatten 10. Grad. Und dann wird es natürlich schon von den Zügen her deutlich schwieriger, obwohl die Wand gleich ist. Ja? Nur die Griffe sind dann halt viel schlechter, die Griffe sind weiter auseinander. Und so sieht es halt dann aus. So kann jeder an der Wand quasi klettern. Jetzt, wenn jemand neu anfangen möchte zu klettern, hat noch nie geklettert, was würden Sie als richtiger Profi jetzt der Person für einen Rat geben, wenn er anfangen möchte? Also grundsätzlich ist es so, dass ich auf jeden Fall einen Kurs machen sollte, ja, weil letztendlich ist die Sicherungsmethode und so weiter, das muss man auch erst erlernen. Das kommt noch vorher, bevor man überhaupt klettern kann an und für sich. Und deshalb sollte man dann auch an so einem Kurs teilnehmen. Also nichts, dass man einfach an die Wand steigt und mal schaut, wie es geht. Ja. Das geht da nicht beim Klettern. Ja. Es gibt zwar das Bouldern, wo man ohne Sicherung in Absprunghöhe klettert. Ja. Das kann man natürlich auch mal ganz am Anfang versuchen. Da braucht man noch keine Anleitung großartig. Ja. Aber es kann auch so sein, wenn man keinen Kurs macht und man dann an der Boulderwand anfängt, dass man dann die falsche Technik sozusagen erlernt, sich selber erlernt und dann nicht weiterkommt. Ja. Also in jedem Fall würde ich einen Kurs empfehlen. Also vor allen Dingen an der freien Natur draußen, wenn man klettert, ist da schon angebracht, sich einen richtigen Profi zu holen, also wo das auch einem beibringt. Also wenn man dann in der Halle schon die eine oder andere Route geklettert hat und man will dann rausgehen, dann hat man ein paar andere Geschichten noch zu beachten. Ja. Also man muss sich die Expressschlinge zum Beispiel selber einhängen und so weiter. Es ist nicht immer so perfekt abgesichert. Man hat hier keinen weichen Boden, ja, draußen, wie jetzt hier in der Halle. Das heißt, man hat schon gewisse Risiken mehr. Ja. Man muss sich auch teilweise umfädeln an den Umlenkpunkten, also Seil ausbinden und wieder einbinden. Das heißt, da sollte man auch einen Kurs mal belegen oder mit der Gruppe mitgehen, die dann am Fels halt schon erfahren ist. Also gut, dann vielen Dank fürs Gespräch und weiterhin viel, viel Erfolg in Ihrem Kletterleben. Ja, Dankeschön.
schönste Region.